So Leute, willkommen zum neuen Projekt. Oh yeah, Pokémon Super Mystery Dungeon wird heute gespielt. Wir fangen an, wir sind hier gerade im Livestream, ihr seht schon die Leute unten links in der Ecke. Und wir sind alle schon sehr gespannt, wie das wohl wird. Ich freue mich extrem. Ich meine, ihr kennt ja meine Beziehung zu Mystery Dungeon Spielen. Ist ja etwas besonders. Aber ich habe so viel Positives über das Spiel gehört und langsam aber sicher, es kitzelt mich immer mehr in den Fingern, das unbedingt mal auszuprobieren. Vor allem, nachdem der Vorgänger ja so viel Kritik erfahren hat, berechtigterweise. Aber ich bin gespannt, wird es wie Blau-Rot, wird es eher wie Himmel, wird es was ganz Neues? Wir legen direkt mal los, schauen uns die kleine Intro-Sequenz an und stürzen wir aus unserem Mystery Dungeon-Abenteuer. Schön. Und da steht so bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Drücke Start. Aber ich drücke A. Ha, ich wusste, dass es funktioniert. Es funktioniert immer. Fast immer. Meistens. Oh, endlich. Es werden sich heute wieder viele Stimmen ausgedacht, Leute. Endlich habe ich dich gefunden. Ich bin hier, um dich abzuholen. Ich mag übrigens den Mystery Dungeon Schriftzug. Ich mochte den schon immer irgendwie. Das ist schön, smooth. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Bitte berühre den Touchscreen und lass ihn vorerst nicht los. Aus meinem Finger sprühen Funken raus! Es geht los, auf in die Welt der Pokémon! Ich wusste schon immer, dass ich ein Zauberer bin. Du hast den Pfad des Lichts erreicht, der unsere zwei Welten verbindet. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Bitte beantworte sie möglichst aufrichtig. Oh, Leute, psychologisches Profil erstmal anfertigen. Nur wenn du ehrlich bist, schaffen wir es, das Pokémon in dir zu wecken. Mhm. Ich weiß tatsächlich, dass ich unabhängig von der Umfrage ein anderes Pokémon auswählen dürfte, rein theoretisch. Aber irgendwie, ich glaube, ich nehme es so, wie es kommt. Der erste Schultag. So viele neue Gesichter. Was tust du, um neue Freundschaften zu knüpfen? Ich stelle mich sofort allen vor. Ich warte, bis mich jemand anspricht. Ja, das ist schon wieder sowas, so eine Mal-so-Mal-so-Antwort. Ich stelle mich nicht allen vor, ich stelle mich eher den Leuten vor, den ich sympathisch finde. Boah, der erste Struggle direkt bei der ersten Frage, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich stelle mich sofort allen vor. Eher als das andere. Oh nein, dein Geldbeutel ist weg. Wie reagierst du? Ruhe bewahren. Wollte ich jetzt zuletzt in Lake Panik. Wo steckt das Ding nur? Ich falle bei sowas schnell mal in Panik. In deiner Klasse schwärmen alle von diesem neuen Buch. Aber es ist ein echter Wälzer. Na und Hauptsache es ist spannend. Bei so vielen Seiten vergeht mir die Lust. Ich muss leider sagen, ich lese echt nicht gerne. Ich kann mich dafür echt schwer begeistern. Deswegen bei so vielen Seiten vergeht mir die Lust. Sorry. Ah, leider. Auf dem Weg zur Schule bemerkst du, dass du etwas zu Hause vergessen hast. Das lässt mir keine Ruhe. Zurück nach Hause. Was soll es? Dafür hältst du mich nicht ab. Das ist wieder so eine Frage. Ich denke schon wieder zu viel nach. Kommt hart darauf an. Dann lässt mir keine Ruhe. Zurück nach Hause. Was soll es? Dafür hetze ich mich nicht ab. Das klingt so, als wäre es unwichtig. Also, dafür hetze ich mich nicht ab. Pech gehabt. Große Pause. Deine Freunde. So viele Schulfragen. Deine Freunde wollen Fangen spielen, aber du hast Lust auf Seil springen. Ich gebe nach und spiele mit ihnen Fangen. Ich überrede alle, mit mir Seil zu springen. Ich spiele mit Fangen. Ist okay. Zeit für was Süßes. Heute gibt's Nachtisch. Was darf denn für dich sein? Sahnetorte, der zeitlose Klassiker. Käsekuchen, der aromatische Dauerbrenner. Grüntee Tiramisu, die erwachsene Wahl. Mont Blanc-Torte mit leckeren Maronen. Oh, ich liebe Tiramisu. Aber was ist denn Grüntee Tiramisu? Ist das was anderes irgendwie? Weiß jemand von euch, was Grüntee Tiramisu ist? Ich würde halt an sich Tiramisu wählen, aber Käsekuchen. Da ich nicht weiß, was Grüntee Tiramisu ist, will ich den Käsekuchen. Ich liebe Käsekuchen. Käsekuchen-Hype. Käsekuchen ist geil.
Geschafft, endlich Ferien. Welche Musik versetzt dich in Ferienlaune? Fette Techno-Beats für echte Checker. Yo. Yo, drei Buchstaben. R-A-P. Am liebsten singe ich selbst mit Freunden. Rhythmische, gute Laune, Musik wie Samba. Ich singe gerne. Ich singe eigentlich dauernd. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht singe. Ich glaube, die Hälfte der Zeit, in der ich wach bin, an einem Tag verbringe ich damit zu singen. Oder mindestens zu summen. You, meine Freundin, sagt immer, ich klinge dann wie eine Bohrmaschine, wenn ich summe. Aber gut. Welche Eigenschaft gefällt dir an einem Freund besser? Cool oder niedlich? Cool. Ja, schon. Richtig cool. Dein zügelloser Tatendrang macht einen schon beim bloßen Zusehen schwindelig. Oh, das ist wieder die Stimme. Doch genau das zeichnet sich aus. Du kommst immer voll auf deine Kosten. Zu deinem ungestümen Wesen passt am besten. Jetzt kommt der Moment, an dem ich mich ärgere. Froxy. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt, ehrlich gesagt. Hydropi gibt's ja auch, krass. Nicht Otaro. Phynx? Phynx, okay. Was steht denn da? Phynx. Zu mir passt am besten Phynx. Boah, man kann ja sau viele auswählen. Alle Starter. Bist du mit diesem Pokémon zufrieden? Ich würde ja Froxy nehmen eigentlich, aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Der Fragebogen hat es mir so gegeben. Vorher war das auch immer so, der Fragebogen bestimmt, was du wirst, deswegen nehme ich das jetzt an. Ein weiter nach rechts hätte es sein müssen. Aber gut, ja, dann bin ich Phynx. Ist okay. Wie ist denn mein Name? Mein Name ist... Ich bin der Chris. Wählen. Ist Chris richtig? Ja! Juhu! Phynx-Hype. Schön. Und welches Pokémon ist deine treue Partnerin? Ah, stimmt, ja. Als ich gehört habe, der Protagonist ist wohl immer männlich und der Partner ist immer weiblich. Ach, das wird auch random bestimmt. Oh Gott. Wirklich? Endivie ist ja ganz süß, muss ich sagen. Endivie ist schon putzig. Bist du mit diesem Pokémon zufrieden? Kann ich dann selbst auswählen? Ich sag mal nein, ich möchte wissen, was dann passiert. Welches ist deine treue Partnerin? Wenn ich jetzt wüsste, was Yus Lieblingsstarter ist. Hauptsache, weißt du, hier sind alle Starter-Pokémon und Riolu. So ganz random irgendwie. Naja, was ist hier Lieblingsstarter? Das bietet sich ja irgendwie an. Ich weiß es gar nicht. Gekaborschuh, cool. Plinfa. Plinfa. Plinfa wäre schon cool. Wisst ihr, was cool ist? Yu ist gerade nach Hause gekommen. Ich mache mal einen ganz kurzen Schnitt und ich frage sie einfach. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe es irgendwie schon geahnt. Es ist Plinfa. Ich wollte es nämlich gerade irgendwie schon auswählen, deswegen wähle ich Plinfa. Ja. So, und das nenne ich dann einfach mal Yu. So. Ist Yu richtig? Ja. Aber wenn es sich schon anbietet, schön. Phynx und Plinfa. Bist du mit diesen zwei Pokémon einverstanden? Ja. Das kann man so machen. Dann lass uns jetzt aufbrechen. Auf dich wartet eine Welt voller Pokémon. Ein großes Abenteuer kann beginnen. John Cena als Partner. Genau das. Der Spielstand wird gespeichert. Bitte schalte das System nicht aus. Der Spielstand wurde gespeichert. Dankeschön. Alles Leben auf diesem Planeten, so erzählt man sich, entspringe einem einzigen Quell. Unsere Sonne, genauso wie die Sterne, die Luft, das Wasser und natürlich auch die Pokémon. Sie alle, so sagt man, gingen auf ein und denselben Ursprung zurück. Auf the Pokémon Company, genau, und Spike Chunsoft präsentieren. Wisst ihr, was ganz cool ist? Viele von euch haben damals immer gesagt, bei Himmel und bei Blau, als ich gespielt habe, dass sie mal gerne sehen würden, wissen würden, wie mein Gesicht aussieht.
Wenn ich die ganzen Stimmen synchronisiere, jetzt könnt ihr es mal sehen. Ist das etwa... Die beiden schon wieder. Die beefen sich immer, ne? Ist das etwa jenes legendäre Pokémon? Das ist also Rayquaza. Ich habe schon von ihm gehört. Aber erblickt habe ich es nun zum ersten Mal. Es ist so furchteinflößend, wie alle sagen. Du sind die Oxys, was ist dein Problem? Eines jedoch verstehe ich nicht. Es heißt, Rayquaza lebt in der Ozonschicht. Weshalb hat es sich wohl jenseits der Stratosphäre gewagt? Irgendwas muss vorgefallen sein. Dort unten, auf diesem Planeten. Kapitel 1. Die Bewohner dieser Welt und ihr unerwarteter Besucher. Ist ja ganz cool. Das ist wieder dieser Konflikt zwischen den beiden, ist wahrscheinlich. Wo bin ich? Mir ist, als hätte mich jemand gerufen. Aber ich habe keine Ahnung, wer da spricht. Ich bin mir nicht sicher. Was geht hier vor? Ich kann mich ja nichts erinnern. Ah, es steht in Klammern. Das bin bestimmt wieder ich selbst. Ich rede ja nie. Ich habe immer nur in Klammern Sprüche. Oder wie sie damals in den Pokémon-Filmen sagten, genau, Deoxys oder Deoxys und Rayquaza. Oh, furchtbar. Wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Aua, mir tut der Schädel weh. Wo ist denn bloß meine Erinnerung hin? Es ist alles weg. Etwa auch mein Name? Ach, zum Glück nicht. Wenigstens daran erinnere ich mich. Aber ansonsten kann ich mich an nichts erinnern. Warum nur? Ich begreif das nicht. Habe ich vielleicht einen Durst? Hier muss es doch irgendwo Wasser geben. Ah, dort. Das muss ich nicht synchronisieren. Tut das gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wer hätte gedacht, dass Wasser so unglaublich gut schmecken kann? Und mein Puls ist zum Glück auch wieder im Normalbereich. Wie misst denn ein Fuchs seinen eigenen Puls? Nanu? Was spiegelt sich denn da im Wasser? Ach so. Tja. Hä? Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich allen Ernstes zu einem Pokémon geworden? Was? Wie? Der Avatar, putzig. Was? Warum? Ich begreif das nicht. Lon Lon. Direkt mal von Aliens heimgesucht werden. Sing, sing, sing. Ich hätte jetzt nicht, von allen Pokémon hätte ich nicht gedacht, dass das erste ist, was ich sehe. Hallo Megalon. Was ist denn auf einmal? Aua. Aua. Was soll das plötzlich? Nur weil ihr Ampeln an euren Armen habt. 6 Ampeln gegen ein Pokémon, voll unfair. Hilfe. So hilft mir doch jemand. Da drüben. Hallo. Sir, tragen Sie doch bitte ein T-Shirt. Ich kann Ihre Nippel sehen. Hoch, ist alles in Ordnung? Was hat dich denn so dermaßen in Aufruhr versetzt? Das Pokémon hat gesprochen? Habe ich etwa einen Schrecken eingejagt? Oh, das tut mir leid. Ich heiße Bladas. Ja, keine Sorge, alles ist gut. Nur beruhig dich erstmal. Ach so. Jetzt, wo ich ein Pfingst bin, verstehe ich wohl auch die Sprache der Pokémon. Ampel, Nanu. Sing, sing, sing. Aua. Du bist ein Unlicht-Pokémon, mach was. Was soll das denn jetzt? Aua. Ich habe Angst. Oh, der haut auch einfach. Ja, toll, großer. Danke für die Hilfe. Wenn das mal vor uns kein mysteriöser Dungeon ist. Title Drop. Oh, direkt am Anfang. Lon Lon. Die wollen mir nur Milch verkaufen. Kauf gibt dann einfach 6,50. Für eine Flasche Milch vielleicht ein bisschen viel. Aber es ist gute Milch. Miltangmilch. Du meine Güte. Augen zu durch. Wir haben keine andere Wahl. Okay. Obligatorischer Tutorial Dungeon clear. Einstiegsfahrt U1. Diese mysteriösen Dungeons. Title Drop. Machen ihren Namen alle Ehre. Jedes Mal, wenn man sie betritt, ändert sich ihr Aussehen und man findet andere Items, ja. Und die Pokémon hier sind total gereizt und greifen ohne jegliche Rücksicht an. Wie im echten Leben. Wenn du erstmal in so einem Dungeon bist, ist es schwer, wieder rauszukommen. Du musst die Treppe finden, um dich vor einer Ebene zur nächsten vorzuarbeiten. Spüre also die Treppe auf und nimm dich dabei vor gegnerischen Pokémon in Acht. Ich gehe voraus, also folge mir und weiche nicht von meiner Seite. Okay.
Ach, Tutorials, Leute. Ich habe gehört, das Tutorial soll sehr lang sein im Spiel, also durchatmen und durchhalten vor allem. Da ist eins, ein gegnerisches Pokémon. Anscheinend schläft es gerade. Wenn es aufwacht, greifst du sicherlich an. Das kann übel ausgehen. Wir müssen Attacken einsetzen, um es zu besiegen. Überlass das fürs Erste ruhig mir und schau gut zu, wie ich das mache. Lana setzt Finte ein. Oh ja. Das ging schnell. Einfach schlafend platt gemacht. Oh, schau, noch eins. So, jetzt bist du in der Reihe. Schau dir dabei auf die Finger. Ich schau dir auf die Finger. Nähere dich bitte auf... Ich hab nur Pfoten. Auf einen Schritt an das gegnerische Pokémon. Halte dann L gedrückt und wähle die Attacke aus, die du einsetzen möchtest. Okay. Aha, guck mal. Ja, dann machen wir doch mal... Glutattacke! Voll verkokelt. Aua! Niemand hat mir gesagt, dass der mich auch angreifen möchte. Ja, genau so. Jetzt hast du den Dreh raus. Wie seine Augen sparkelten gerade. Er ist so glücklich. Ach übrigens, falls du eine Attacke zu oft einsetzt, brauchst du alle ihre AP auf. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als mit A anzugreifen. Ja, stimmt. Da Angriffe mit A jedoch nur wenig Schaden anrichten, solltest du deine AP schonen. Darf ich nochmal? Boah, jetzt mal Psy-Strahl. Bäm, hätte ich gleich machen sollen. Ein Volltreffer, okay. Das ist kein Wunder. Was mich jetzt mal interessieren würde, haben... Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Die Volltreffer hier in Pokémon Mystery Dungeon, sind die auch angepasst worden? Machen die auch nur noch den, nur noch 1,5-fachen Schaden oder auch noch das Doppelte an Schaden? Hm, da liegt ein Item. Items am Boden kannst du aufsammeln, indem du dich über sie hinweg bewegst. Versuch doch am besten gleich mal. Okay. Brim, Abenteuer-Tipp. Dies ist eine Sinelbeere. Damit kannst du alte deine KP regenerieren. Öffne das Menü, indem du X drückst und wähle unter einem Sinelbeere aus. Genau, ich hex direkt drum, direkt von Anfang an schon. Super, genau so. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Klasse, wir haben die Treppe gefunden. Ja, wie er gerade voll am Rumjattern war. Treppen wie diese hier befördern dich in mysteriösen mysteriösen Dungeons. Vor allem Dungeons würde ich übersetzen, aber gut, Dungeons ist so ein Wort wie Items. Das kennt einfach mittlerweile jeder Gamer. Deswegen muss man sich übersetzen. Von Ebene zu Ebene. Okay, und Volltreffer machen auch den 1,5-fachen Schaden. Finde ich gut. Weitergehen? Ja. Ab nach unten. Einstiegsfahrt. U2. Oh, ob die uns wohl immer noch auf den Fersen sind? Ich weiß nicht. Das Beste ist wohl, wenn du vorausgehst, während ich dir von hinten Deckung gebe. Du machst das schon. Okay, Mann. Näher zur Steuerung des Spiels findest du im Menü unter Sonstiges. Schau nochmal. Also mit X kann ich Items auswählen. Was? Achso, da unten. Ah, I see. Das ist mein Menü. Oh, da war... Aber einiges draus. Was ist ein Sonstiges? Da steht das sogar mal Textprotokoll. Kann ich das da... Achso, warte mal. Textgeschwindigkeit. Tempo. Schnell. Bitte auf schnell. Alles schnell. So, den Rest lassen wir auf Standard. Ja, die Änderung vornehmen. Okay, was haben wir denn noch so? Items. Guck unter der Cam, ne? Da seht ihr den anderen Bildschirm gerade. Da sind die Sinelbeeren. Aha, Status haben wir dann noch. Von unserem Level 30 ist der. Mann. Fühle ich mich richtig. Richtig traurig fühle ich mich da schon. So, warte mal. Step-Angriff. Hallo, Step. Knopf ändern. Ach so, ah, da guck mal, da kann man direkt die Attacken einfach so auswählen per Knopfdruck. I see, umsehen, Boden, sonstiges. Es liegt nichts unter Chris. Gott sei Dank, das wäre auch ganz schön gruselig, wenn auf einmal hier was liegen würde. Okay, gut. Einstiegsfahrt. Wow. Jetzt sehe ich, was mit Tempo schnell ist. Ich kann den Gegner ich kann mein Team mal da wegschieben. Wie cool ist das denn? Ging das vorher auch schon? Ich glaube nicht, oder? Achso, das ist gar nicht das Text-Tempo. Was ist das denn hier? Abenteuertipp. Dies ist ein Wunderfeld. Achso, das sind die Wunderfelder. Wenn die Pokémon drauf werden, alle Statuswerte durch Attacken wie Heuler, Runenschlag gesenkt worden auf ihren normalen Wert zurückgesetzt. Dasselbe geht allerdings auch für gesteigerte Werte. Ich sehe gerade, ich habe gerade eben das Lauftempo erhöht. Ich werde das nur mal kurz runter machen, nur mal zum Vergleich. Nicht, dass ich am Anfang aus Versehen irgendwo gegen Bretter, weil ich zu schnell unterwegs bin. So, ja, das ist eigentlich ganz angenehm. Schräg laufen kann ich auch noch. Okay, die Karte haben wir auch da zu sehen. Pokémon sieht ihr gerade nicht. Coole Musik irgendwie. Mysteriös. Da werden ja auch immer noch verfolgt eigentlich, ne? Wunderfeld. Brauche ich eigentlich nicht. Bin ja schon voll. Bin ja schon voll. Oh, da ist eins. Nein. Haha. Die Attacke ist wirkungslos. Denkst du jetzt wohl.
Dachtest, jetzt hast du eine gute Wahl getroffen. Boom, Glut. Verbrannt und direkt eine Sinelbeere daraus hergestellt. Armes Fleeknäuel. Armes Fleeknäuel. Und da ist die nächste Treppe. Ja, weitergehen. Schön. Voll konnte man nur mit dem Partner den Platz tauschen, anstatt sie zu schieben. Okay, dachte ich mir doch. Finde ich gut. Speichern und Spiel fortsetzen. Möchtest du mit der zerrigen Spielstelle speichern? Ja klar. Warum nicht? Ja. Der Spielstand wird gespeichert. Bitte schalte das System nicht aus. Das sind die ganzen Fragezeichen uns. Ah, das sind bestimmt wieder die Bosse oder die Story-Checkpoints in Anführungsstrichen, die man erreicht. Das schlaucht ganz schön. Wir sollten ein kurzes Verschnaufpäuschen einlegen. Aber sag mal, die Pokémon, die uns vorhin aus heiterem Himmel angegriffen haben, das waren doch Megalon, wenn mich alles täuscht, oder? Warum haben sie doch dich abgesehen? Hast du ihnen etwa irgendwas getan? Nee, ich habe mein Gesicht angeguckt, Entschuldigung. Kevin, du sollten ihre Grenzen kennen. Ja, da hast du mir was Feines eingebrockt. Ey, zieh dir erstmal was an, okay? Kinder, wie ich? Sehe ich für ein Pokémon hier etwa wie ein Kind aus? Ah, das heißt, wir sind eigentlich ein Erwachsener oder ein Rentner. Wer weiß. Aber egal, es gibt jetzt Wichtigeres. Schnüffel. Du hast also keine Ahnung, weshalb sie dir auf den Fersen sind? Hä, was sagst du da? Du erinnerst dich an gar nichts? Du weißt nur noch, dass du Chris heißt. Und dass du in Wirklichkeit kein Pokémon, sondern ein Mensch bist. Alles klar. Ich bring dich mal zu Dr. Schonera. Alles andere ist aus deinem Gedächtnis gelöscht. Ein Mensch? Sing, sing, sing. Oh, sind schon wieder da. Dieses Flackern eben. Oh, das sah mir eben nach dem Licht der Megalon aus. Nichts wie weg. Und ab dafür. Immer grüner Wald, Ebene 1. Und direkt in den nächsten. Wir müssen unsere Verfolger ganz schnell abschütteln. Aber Eile und Hass in den mysteriösen Dungeons. Nicht unbedingt die besten Berater. Ich muss es jetzt immer so episch betonen, glaube ich, wenn das genannt wird. Denn was du alles über... Denn was du vor allem über mysteriöse Dungeons wissen musst, ist, dass sich deine Gegner immer nur dann bewegen, wenn du einen Schritt machst. Wenn du einen Angriff ausführst, wird der Gegner wahrscheinlich das Gleiche tun. Andererseits heißt es aber auch, dass sie dir nichts anhaben können, wenn du nichts tust. Lass dich also nicht aus der Ruhe bringen und überlege dir deine nächsten Schritte genau, wie eh und je. Merk dir das. Weil genau genommen ist ein Mystery Dungeon Spiel, also es ist ja ein Genre Mystery Dungeon, ist es eigentlich rundenbasiert. Oh, noch ein gegnerisches Pokémon. Doch kein Grund zur Panik. Führe deinen Überschlag aus und warte, bis der Gegner auf dich zukommt. Überschlag. Wenn er dann in deiner Nähe ist, kannst du einen gezielten Erstschlag landen. Kannst du mir folgen? Dann gib gut Acht. Führe einfach einen Übungsschlag aus. Ich mache immer Überschlag. Und lass deinen Gegner auf dich zukommen. Ist der Gegner schließlich in deiner Nähe, kannst du zuerst angreifen. Was ist denn ein... Ach so, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Einfach in die Luft schlagen, damit er zu uns kommt. Ich verstehe. Vortreckend, wieso Funk? Wie ich sehe, jagte der Anblick gegnerischer Pokémon keinen Schreck mehr ein. Wie? Du hast dich wohl schon dran gewöhnt. Gegner schnell. Versuch doch jetzt am besten gleich mal selbst. Führe mit A einen Übungsschlag aus und dein Gegner wird sich dir nähern. Es hat geklappt. Ja, genau so. Damit lockst du den Gegner in deine Nähe. Und jetzt, Psystrahl. Bäm. Hornattacke. Aua. Tut mir voll weh hier. Ich muss doch schauen, wie ich mir die Reichweite der Attacken angucken kann oder so. Oh, schau mal, auf diesem Pfad hier versperrt uns kein Hindernis den Weg. Gerade Strecken wie dieser eignen sich bestens für einen Sprint. Drücke, während du B gedrückt hast, um zu laufen. Schau dir erstmal an, wie ich das mache. Dann mach's mir nach und komm mir hinterhergelaufen. Wow, ungefähr so. Dann zeig mal, was du drauf hast und lauf her zu mir. Halte B gedrückt und mit der Richtung bla. Ja! Das war eine tolle Vorstellung. Aber irgendwie stehe ich dir jetzt hier im Weg. Wie? Steht dir einer deiner Mitstreiter im Weg, kannst du ihn einfach wegschieben. Versuch's mal, drück einfach. Weg. Okay, ich sehe schon. Du hast es verstanden. Stimmt, die Magenanzeige, ich erinnere mich. Von dieser Lichtung aus geht ein Weg nach Norden und einer nach Süden. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die nächste Treppe nördlich von hier liegt. Lass uns deshalb den nördlichen Weg folgen. Was ist, wenn ich nach Süden gehe? Hallo? Ich habe doch laut und deutlich Norden gesagt. Ja, und ich habe laut und deutlich verständlich gemacht, dass ich da nicht hingehen will. Sag mal, willst du mich echt zur Weißglut bringen, wie? Die Treppe liegt ganz sicher nördlich von hier. Also dann lass uns nördlich weitergehen. Sagt er was anderes, wenn ich trotzdem da weitergehe?
Okay, sag das Gleiche. Okay, ist in Ordnung, sorry. Tja, arg. Entschuldigung, eine Sackgasse. Da hat mich mein Bauchgefühl wohl im Stich gelassen. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen kehrt machen. Wo, na, wie du jemanden wegschiebst, weißt du ja jetzt. Du kannst aber auch einfach mit jemandem vorbeigehen, ohne ihn wegzuschubsen. Drücke einfach, wenn du den Weg gedrückt hast. Achso, guck mal. Genau wie beim Laufen. Aha, I see. Bravo, das hast du ganz prima gemacht. Drücke einfach, wenn du den Weg gedrückt hast, um anderen vorbeizugehen. Nach meinem sechsten Sinn verrät mir übrigens, dass die Treppe südlich vorhin liegen muss. Mensch, bei zwei Auswahlmöglichkeiten, wenn die eine falsch war, hätte ich jetzt fast nicht vermutet. Also lass uns nach Süden gehen. Dann ab nach Süden. Dumm. Düt, Abenteuertipps. Du kannst im Menü 90 mehr bei Ringen und Spieler fahren. Okay. Ah, die nächste. Ach, führt uns nach oben diesmal. Weitergehen. Immergrüner Wald E2. Sieht so aus, als hätten die Megalon fürs erste abschütteln können. Aber es ist noch zu früh, um sich in Sicherheit zu wiegen. Geh du bitte wie gehabt voraus, während ich dir den Rücken frei halte. Im kleinsten Anzeichen für die Gegenwart der Megalon schlage ich Alarm. Okay. So, Leute. Aber wir werden die Megalon erst beim nächsten Part abschütteln, denn das muss erstmal für den Einstieg reichen, denke ich. Ein bisschen Tutorial werden wir uns noch geben müssen im nächsten Part. Und dann können wir richtig loslegen im Spiel. Das war der erste Part. Pokémon Super Mystery Dungeon für heute. Ab jetzt kommt dieses Projekt jeden Tag um 16.30 Uhr auf meinem Kanal. Wo auch sonst. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.